Es wurde spekuliert und nun ist es offiziell. Marvin Friedrich ist der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach. Der erfahrene Bundesliga-Innenverteidiger kommt vom Berliner Club Union Berlin und verlässt die Berliner in Richtung Gladbach. Sprechen wir doch mal etwas genau über Marvin Friedrich und wie er den Gladbachern in dieser Saison helfen kann. Viel Spaß mit diesem Video. Und falls euch solche Spieleranalysen / Transfer-Updates gefallen, gerne Bewertung da lassen, noch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem Deal in die Kommentare. Also Borussia Mönchengladbach hat sich in der Wintertransferphase nun mit einem neuen Innenverteidiger verstärkt und es handelt sich um Marvin Friedrich. Die Borussia hat zuvor auf ihren offiziellen Kanälen bekannt gegeben, dass sie nun Marvin Friedrich als neuen Spieler verpflichtet haben und dass der 26-Jährige einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Dass Gladbach einen neuen Innenverteidiger gebraucht hat und sucht momentan ist keine Überraschung, der mit Matthias Ginter verlässt die Fohlen ja der Abwehrchef im Sommer ablösefrei und sie müssen sich ja nach einem neuen Innenverteidiger umschauen, aber dass dieser schon so schnell da ist, hätte sicherlich keiner damit gerechnet. Und der angesprochene Innenverteidiger ist Marvin Friedrich, 26 Jahre alt, Innenverteidiger und kommt von Union Berlin. Der ehemalige Schalke- und Augsburg-Spieler hat seine Zeit jetzt nun bei Union Berlin verbracht, wo er auch Stammspieler war und wirklich einen guten Eindruck hinterließ, generell wie die ganze Union-Mannschaft in ihrer Bundesliga-Saison bisher und er ist vor allem sehr souverän, sehr ruhig auch in seiner Art und Weise, wie er spielt, sehr kommentierend und er könnte auch der perfekte Ersatz werden für Matthias Ginter. Für Union spielt er insgesamt 141 Spiele, was eine ansehnliche Anzahl an Spielen ist, in dem ihn auch 9 Tore geglückt sind, also er kann noch bei Eckbällen sehr gefährlich werden und er verlässt jetzt eben die Eisernen, um sich den Fohlen anzuschließen. Bezüglich der Ablösesumme gibt es momentan noch keine offizielle Stellungnahme, nachdem der Vertrag von Friedrich aber schon 2022 ausgelaufen wäre, wird sie sich wahrscheinlich sehr gering gehalten haben. Der Marktwert ist zumindest für Marvin Friedrich bei 10 Millionen, den er ordentlich anwachsen ließ durch seine Leistungen eben bei Union und ist deswegen auch ein herber Verlust für die Eisernen in Berlin. Mit Friedrich bekommen die Gladbacher einen großgewachsenen Innenverteidiger, der Bundesliga-Erfahrung hat, der schon über 100 Spiele für Union gemacht hat, auch international in der Conference League schon gespielt hat und jemand, der einfach die Liga kennt, was natürlich ein super Satz ist für Matthias Ginter, den Verein verlässt. Außerdem hat man jetzt auch die Möglichkeit, Marvin Friedrich gleich in den Kader zu integrieren, neben Nico Elvedi vielleicht gleich spielen zu lassen, um ihm dann ab nächster Saison wirklich als Stammspieler zu ergänzen und das ist sicherlich auch eine gute Entscheidung von den Gladbachern. Auch Borussia-Sportdirektor Max Eberl ist sehr erfreut über diesen Deal, denn er findet, Marvin Friedrich hat eine tolle Entwicklung genommen als Innenverteidiger und gehört seiner Meinung nach zu den besten deutschen Abwehrspielern, die es momentan in der Liga gibt. Große Worte vom Sportdirektor und die Erwartungshaltung wird auch dementsprechend sein, aber natürlich ist Marvin Friedrich ein solider und auch am Boden gebliebener Spieler, der sicherlich auch perfekt zu Gladbach passt und sich dort auch gut eingewöhnen kann. Finde ich persönlich eine super Entscheidung, ihn zu verpflichten und nicht jemanden mit großen Star-Allüren. Ich denke, Marvin Friedrich wird sich da gut in die Innenverteidigung einbauen und wie ich schon vorher erwähnt habe, durch das, dass er jetzt schon im Winter da ist, kann er sich natürlich auch schon mit der Mannschaft integrieren und auch gleich ein paar Spiele machen. Und wieder mal beweist Max Eberl, former Sportdirektor, dass er trotz einer kritischen Situation und viel Kontroverse um den Verein noch immer sehr gute Deals auch sehr ruhig abschließen kann. Dieser Transfer war jetzt nie wirklich groß verlautbart in den Medien. Es gab ein, zwei Berichte von den gängigen Seiten wie transfermarkt.de oder Kicker, aber nichts Großartiges und wieder mal ein super Deal, den Gladbach da eingefädelt hat. Er wird zwar ein wenig Anlaufzeit brauchen, um sich einzugewöhnen, das ist sicher, aber ich denke, wenn er sich mal eingewöhnt hat, dann wird er ein sehr guter Innenverteidiger, hart arbeitender Innenverteidiger, der auch torgefährlich ist für die Gladbacher. Jetzt gleich meine Frage an euch Gladbacher oder generell Bundesliga-Fans. Was haltet ihr von diesem Deal? Seid ihr erfreut von diesem Deal und glaubt ihr, dass er Gladbach auch wirklich weiterbringen kann und dass er die defensiven Probleme auch lösen kann und vor allem auch die Lücke schließen kann, die er Matthias Ginter jetzt hinterlässt? Oder seid ihr da komplett anderer Meinung? Schreibt dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Meine Meinung habt ihr schon gerade gehört. Ich halte diesen Deal für sehr sinnvoll, ist auch finanziell gesehen ein sehr smarter Deal und ich denke, ein typischer Max Eberl Deal hat mal wieder gezeigt, warum er zu den besten Sportdirektoren in deutschen Fußball gehört. Und wenn euch dieses Video gefallen hat zu diesem Transfer, dann gerne eine Bewertung da lassen, gerne den Kanal abonnieren und schreibt wie gesagt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.
Thank you.